freue ich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen auch unserem Freundeskreis und natürlich herzlich willkommen unserer tollen Runde hier, Preisträgerin. Ja, einer ZDF-Journalistin, Reporterin, Filmemacherin, die jetzt auch wieder... Herzlich willkommen auch dem Dokumentarfilmer und Journalisten Karl Gersthofer. Und du berichtest von dort jetzt gerade auch nach dem Abzug des Westens eine sehr schwierige... Dann direkt auf Berichte reagieren und sagen, wir möchten dieser Familie helfen, wir möchten dieses Krankenhaus unterstützen. Also manchmal fühle ich mich dann auch ein bisschen überfordert, weil das sind natürlich ganz tolle Absichten und wir versuchen... Mit dir dabei. Hat das etwas gemacht, dass du das so gezeigt hast? Vielleicht hat sich auch gar nichts geändert im Alltag bei den Menschen und man hat trotzdem gesehen, es ist sinnvoll, was wir machen. Es passiert tatsächlich. Ich erlebe, dass es sehr viele Menschen gemacht haben. Das ist wirklich... Ja, aber das bleibt ein anderes übrig. Weil man es nicht anders ertragen hat. Am Ende ist es alles reduziert auf den Satz, uns steht allen derselbe Weg bevor. Wir die schützen, aber wir müssen natürlich auch ein Auge darauf haben, inwieweit müssen wir unsere Protagonisten schützen. Also gerade in Afghanistan. Können wir die Leute wirklich zeigen mit dem, was sie sagen? Können sie echt die Verantwortung dafür übernehmen? Das ist immer eine Gratwanderung und man muss immer gucken. Hat dich so etwas verändert? Gehst du heute anders an Dinge ran? Ach ja, also Pferden, da braucht es ein anderes Instrument, eine klarere Sprache. Das wollte ich gerade sagen, also klare Sprache ist ja eine klare Sprache. Wenn Journalismus der Auftrag ist, einen komplexen Sachen. Und ich muss ja diese Beziehungen aufbauen mit den Patienten, die gerade wach wurden oder mit den Angehörigen. Ich frage, okay, bist du jetzt noch ein kritischer Beobachter? Bist du Teil dieser Sache? Was machst du? Und ich glaube, was dann ein anderer Aspekt ist, der vielleicht in diesem Kontext dann noch viel wichtiger war, war die Frage, wann überschreite ich eine Grenze? Also wann überschreite ich eine... Man wählt ja als Journalist das Thema aus, die Protagonisten, wen interviewt man und so weiter. Wie? Emotionen auch nicht. Wir können uns nicht nur auf Fakten stützen. Und ich glaube, na mal dieses Credo... Das ist ein Begriff, der auch immer wieder fällt, ist das Thema Haltung. Gehört natürlich auch in diesen Bereich. Wie viel Haltung und Pack... Stecken 18 Monate in den Knochen. Und ich bin ja mit allen in Kontakt. Und wenn ich mit den Ärztinnen und Ärztinnen, dann tut es mir natürlich auch weh und leid, weil ich weiß nicht, was dann tatsächlich, ob wir was bewirkt haben. Und ob wir als Gesellschaft und sind natürlich auch zum großen Teil die, wo unsere Message als Journalisten nicht ankommt. Und darüber müssen wir auch nachdenken. Also inwiefern bewegen wir uns in einer Blase, wo wir sowieso, das habe ich mir auch immer gedacht, wo wir sowieso unsere eigene Blase eigentlich bedienen. Danke Ihnen fürs Zuhören und dabei sein. Dankeschön und auf Wiedersehen.